Pavels Gruppe rückt zur Tretjakowskaja vor, auch als Venedig bekannt. Sie haben ein paar Stunden Vorsprung und bewegen sich durch häufig benutzte Tunnels. Aber ich werde sie einholen. Ich kann es mir nicht erlauben, es nicht zu tun. Warte mal, Leute. Ich bin ein bisschen, sag mal, etwas schläfrig gerade aktuell. Ich weiß nicht wie. Ein bisschen Weg noch. Weil ich da nur was schaffen. Ja, ohne Autobahn hier Sturm. Mist! Gott verdammt! Wer ist da? Stehen bleiben, sonst schießen wir. Wir sind bewaffnet. Ich auch. Wir sind bewaffnet. Schwör bei Lenins Namen. Er sieht nicht wie ein GB aus. Die Uniform ist mir fremd. Könnte er einer von unseren sein? Schau dir all die Waffen an. Nicht schießen, Kumpel. Wir sind Zivilisten. Hier sind Frauen und Kinder. Leben und leben lassen, okay? Wir sind Flüchtlinge von der roten Linie. Ich bin hier der Chef. Im Prinzip. Obwohl niemand unter meinem Kommando steht. Alle einsatzfähigen Männer sind mit der anderen Karawane gegangen. Einen halben Kilometer voraus. Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Wir haben die Schüsse gehört. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Also können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Du siehst aus, als hättest du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Nicht mal, wirklich. Aber ich habe Angst um die armen Kinder. Kinder. Ich sehe ein Kind. Was wissen wir denn schon? Wie sollen wir ohne sie leben? Vielleicht leben sie noch. Begraben sie noch nicht. Aber die Schüsse waren so laut. Und jetzt hört man gar nichts mehr. Und was, wenn sie gewonnen haben? Warum? Warum kommen sie dann nicht zu uns? Vielleicht kommen sie ja bald. Lass uns einfach warten. Glaubst du, die... Oh. Die haben alle umgebracht? Könnte sein. Könnte aber auch schlimmer sein. Das sind wunderbare Patronen. Danke. Ja, wenn Naivität rollen würde, müsste... Komm schon, kauf welche. Woanders gibt es sie nicht. Helfen wir nun unseren Leuten oder was? Was sollen wir beide zu zweit schon ausrichten können? Wenn sie eingefesselt sind, könnten wir die Banditen über die Flanke angreifen. Dann machen wir uns mal bereit. Hier geht nirgendwo hin. Wir sollen sonst die Frauen und Kinder beschützen. Aber wir können doch nicht zulassen, dass die Banditen unsere Leute abschlachten. Dieser Fremde wird uns helfen. Er sieht immerhin so aus, als könnte er 20 von euch aufwiegen. Du bist ein Idiot, dass du deinem André den Waffenschmied geglaubt hast. Ach, das ist sicher, man kommt in Nullkomma nicht dahin. Und du hast mich hierher gebracht. Wenn du eine Waffe brauchst, dann werden wir alle wegen deines blöden Waffenschmieds sterben. Halt deine Klappe. André ist ein Heiliger. Er hat uns alle rausgebracht und vor uns schon viele andere. Ja, er hat uns rausgebracht, damit Banditen uns überfallen können. Da kann er auch nichts dafür. Banditen wissen sollen. Dann soll er den Leuten nicht sagen, es sei sicher. So eine blöde Scheiße.
Was ist mit dem GB? Er hat uns vor ihnen gerettet. Was macht aus dem kleinen GB, Unterschied, wenn wir trotzdem von Banditen umgebracht werden? Blödes Weib. Ich werde dich nicht mal mehr anschauen. Blöd. Sag mir, Yasha, warum bist du geflüchtet? Wegen der Mobilmachung natürlich. Ein Junge in deinem Alter sollte mit Gewehren nichts zu tun haben. Die haben mich immer übersehen. Aber dann wurde ich zum Dienst gerufen. Mama sagte, dass ich bei meinem Glück ins Gras beißen würde, sobald ich die Front erreiche. Also steckte sie mich in diese Karawane. Das scheint mir ein Fehler gewesen zu sein. Du bist bis dann. Du wirst noch einen Ort für dich finden, wenn wir irgendwo ankommen. Aber ich habe ihnen 20 Jahre gedient. 20. Die gaben mir eine Rente. 100 Gramm Pilze und eine Patrone pro Tag. Und ich darf nicht betteln gehen. Sie sagen, das wäre eine Schande fürs Vaterland. Daher habe ich mich für den Verrat und gegen den Hunger entschieden. Obwohl, wer sollte mich schon brauchen? Ich ging also, weil der Krieg kam und unsere Station lag genau im Weg. Im letzten Krieg sind die Leute geflüchtet. Aber hinter ihnen stand ein Trupp unserer eigenen Soldaten, ein Sperrverband. Die haben einfach alle erschossen. Frauen, Kinder, alte Männer. Damit sich keine Panik ausbreitet. Daraus habe ich gelernt und bin geflüchtet, bevor es losging. Und jetzt hängen wir hier fest. Ja, ihr Leute an den Randstationen habt es schwer. Nicht, dass es uns besser ginge. Mein Mann wurde eingezogen, also wartete ich auf ihn. Dann kam einer von seinen Truppkameraden zu mir. Ich dachte, das war es. Er ist tot. Aber nein, er wurde von den Faschisten gefangen genommen. Das bedeutet, dass seine Familie ins Lager wandert. Wenn du aufgibst, bist du ein Verräter. Papa ist kein Verräter. Er ist ein Held. Ein Held. Alle sind die Helden. Echter Held. Natürlich. Klar, ich will euch. Noch nicht umändern. Dann holen wir die gleich. Lass mich, bitte! Was zum Teufel war das? Noch mehr von diesen Maden? Lass mich, bitte! Ich flehe dich an! Halt dein Maul, Miststück! Genug gejammert, es kommt niemand. Also, Kumpel, du nimmst sie zuerst, weil du gewonnen hast. Ich schiebe Wache. Okay. Na los, Miststück. Mach die Beine breit. Bitte, nicht! Nein! Arschloch. Du verfickter Ziege. Glaubst wohl, du wärst zu gut für uns. Piss dich. Never. Never rape. Mich kenne. Wollt ihr mich verarschen oder was? Hä? Hey, was zum Teufel? Der hätte sie umgebracht. Okay. Hätte ich jetzt nicht.
wäre es mit dieser Stelle. Ach. Gebt mir Deckung! Und gestorben. Mann verletzt! Du Schwein! Er ist hier! Scheiße! Ich bin getroffen! Mann verletzt! Danke, Mann. Danke. Danke, Mann. Ich dachte, ich wäre erledigt. Die haben alle noch Lebenden mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Wenn du ihnen folgst, dann pass ihm tüchtig zu dir auf. Ich habe gehört, dass Banditen über eine Falle dort gesprochen haben. Am liebsten würde ich jetzt die Stücke mitnehmen schon. Ist hier noch lebendig, noch da? Für mich ist das wichtig. Ich hasse es so sehr. Ich verstehe es einfach nicht, warum. Man so primitiv. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich bin kein Fan in Filmen oder Filmen oder Serien. Das ist irgendwie mit dem Thema Vergewaltigung. Das ist zwar ein ernstes Thema, was eigentlich besprochen werden müsste. Aber ich bin nicht der Fan davon, das zu sehen. Überhaupt nicht. Danke nochmal. Ich ruhe mich hier erstmal aus. Klar. Ein bisschen schneller fahren. Werden die ausschalten, damit die Familien in Ruhe vorbeifahren können.
Aha, ich sehe es. Ich schau mal nach. Wenn irgendein Scheiß passiert ist, lass es mich wissen. Okay. 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 Hier unten. Ja. Was zum Teufel? Wessen Karre ist das? Leute, wir haben hier Gesellschaft. Mann, was zur Hölle? Alarm. Angst, weil ihr zu viele seid. Hat ihn jemand gesehen? Nein. Ich glaube, ich bin weg. Nein. Nicht. Männer, dafür kaufen wir uns dieses Miststück. Idioten, etwa. Hast du ihn schon gesehen? Nein, versteckt sich irgendwo. Okay, diesmal bin ich halt eher der Aggressor. Es ist so dumm einfach mal. Das ist wie scheiß Skyrim gerade hier.